Hey Leute, cool, dass ihr hier reinschaut und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und Leute, es gibt mal wieder ein neues Haus-Tutorial. Ich muss sagen, das Haus, das ist schon ein paar Wochen, ich glaube sogar über einen Monat her, dass ich das gebaut habe. Dementsprechend hoffe ich, dass ich das trotzdem gut erklären kann, weil ich nicht mehr alles ganz genau im Kopf habe. Aber ich denke, das kriegen wir schon hin. Ich würde sagen, wir schauen uns das Haus einfach doch erstmal an. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann können wir das zusammen nachbauen. So, wir sind hier nämlich einmal auf der Vorderseite. Und gut, ich habe hier schon so ein bisschen dekorativ so einen Vorgarten und sowas gebaut. Aber an sich hat man hier einmal den Eingang, wenn man hier reingeht in das Haus. Und dann seht ihr hier auch ungefähr die Größe vom Haus. Also das ist das Erdgeschoss. Und dann gibt es oben nochmal eine zweite Etage, die dann ein bisschen kleiner ist. Genau, so sieht das Ganze dann hier oben aus. So, dann fliegen wir einmal gerade nochmal von außen drum herum, dass ihr auch die verschiedenen Seiten seht. Genau, also wenn das hier, geht das dann einmal rüber auf die Rückseite. Und auf der Rückseite hat man hier nochmal einen großen Pool. Genau, so, und dann hier nochmal so ein bisschen Glasfenster und sowas in der Art. Achso, und hier auch nochmal so einen kleinen Durchgang, wo man hier auch nochmal in das Haus reingehen kann. Theoretisch könnte man hier hinten vielleicht nochmal runtergehen, also je nachdem, wie man das hier hinten dann noch einrichtet. Genau, aber so das an sich ist das ganze Haus. Und dann würde ich einfach mal sagen, fangen wir doch einfach mal an, das Ganze nachzubauen. Die Materialien, die wir brauchen, sind Quarz und Fichtenholz zum Großteil. So, ich muss mal gerade Fichtenholz nehmen. Ach, hier ist das okay. Genau, so, das sind die Grundmaterialien und dann brauchen wir auch nochmal für die Fenster natürlich Glasscheiben, teilweise weiße Glasscheiben für Geländer, so wie hier oder sowas. Ich glaube, hinten haben wir die auch nochmal, wobei, nee, hinten nicht mal. Genau, ich würde einfach mal sagen, wir fangen an und zwar setzen wir erstmal, also hier an dieser Stelle würde ich sagen, fangen wir an, also hier mit dieser Säule und dort setzen wir einmal 5 Blöcke Quarz aufeinander, das heißt 1, 2, 3, 4, 5. Das ist dann unser Anfang. Und dann als nächstes gehen wir einmal nach links raus. Und da brauchen wir insgesamt 14 Blöcke. Das heißt, wir stellen uns hier einmal links daneben und zählen von 2 bis 14. Weil wir einen schon haben mit der Ecke. Das heißt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 und 14. Dasselbe machen wir hier an der Unterseite auch einmal. Das heißt, hier auch von 2 bis 14 zählen. Das heißt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Genau, erstmal bis hierhin. Und dann würde ich sagen, als nächstes gehen wir einmal hier an die Ecke hin und die müssen wir jetzt einmal nach hinten wegziehen. Und zwar müssen wir dort 3 weitere Quarzblöcke dran setzen und hier unten 4 weitere, das heißt 1, 2, 3, 4, 4 weitere Quarzblöcke. Und dann machen wir das einmal so, dass wir... ja, wobei eigentlich können wir das hier direkt einmal hier hochziehen, hier das Ganze auffüllen, genau nochmal zum Nachzählen, das müssten jetzt 5 Blöcke sein. Und dann hier ganz oben an diesem Block, hier müssen wir jetzt einmal das Ganze nach rechts ein Stück weiter rausziehen und zwar 6 weitere Blöcke. Das heißt, wir ziehen hier einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke hin, ziehen den letzten dann einmal runter bis zum Boden und dann einmal nach links rüber, bis sich das wieder hiermit verbindet. Genau, dann haben wir das an der Stelle. Dann würde ich sagen, machen wir einmal gerade so ein bisschen die Tiefen. Und zwar fangen wir an hier an der linken oberen Seite, also hier ziehen wir das nach hinten weg und hier brauchen wir 10 Blöcke einmal. Das heißt, wir stellen uns hier hinter, zählen ab 2 bis 10. Das heißt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Und an der unteren Seite, also hier ziehen wir das auch nach hinten weg, hier brauchen wir aber 20 Blöcke. Das heißt, wir stellen uns auch dahinter und zählen jetzt ab 2 bis 20. Das heißt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20. Genau, bis hierhin. Dann würde ich sagen, gehen wir einmal hier zur rechten Seite, also hier hin und ziehen diese obere Ecke auch einmal nach hinten weg. Und hier brauchen wir 12 Blöcke. Das heißt, wir stellen uns hier hinter, zählen ab 2 bis 12. Also 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. Und können dann schon mal diesen letzten hier einmal runterziehen bis zum Boden. Und hier an der Unterseite das einmal komplett wieder bis nach vorne rüberziehen. und dann auch diesen ganzen Bereich einmal auffüllen mit Quarzblöcken. Das heißt, hier noch eine Reihe, noch eine zweite und noch eine dritte Reihe einfach reinziehen, sodass wir hier eine solide Wand haben an dieser Seite. Genau, bis dahin dann erstmal. Dann muss ich mal gerade gucken, ne, wobei ich würde sagen, das machen wir dann später. Genau, ich würde sagen, wir machen dann erstmal auf der Rückseite ein bisschen weiter. Und zwar, wenn wir jetzt hier hinten hingucken, haben wir ja hier diese Säule aus Quarz, wo wir gerade die Wand hingezogen haben. Und hier müssen wir einmal von diesem Block ausgehend nach rechts 15 Blöcke hinziehen. Das heißt, wir zählen hier einmal von 2 bis 15. Das heißt, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und 15 bis hierhin. Gehen dann hier ganz, also an diesem letzten Block, 4 weitere Blöcke nach oben. Das heißt 1, 2, 3 und 4. Und ziehen das dann einmal nach links raus. Und da brauchen wir jetzt insgesamt 11 Blöcke. Das heißt, wir stellen uns hier links daneben und zählen jetzt ab 2 bis 11. Das heißt 2, weil wir einen schon hatten, dann haben wir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11. Genau, bis hierhin. Was wir dann machen können, ist, dass wir einmal diesen Block und diesen Block, also sozusagen diese Kanten von diesem langen Streifen, nehmen und die einmal wieder, also hier Richtung Vorderseite sozusagen ziehen. Und zwar jeweils 12 Blöcke. Das heißt, wir stellen uns hier einmal hier vor und zählen ab 2 wieder bis 12. Das heißt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und dasselbe auch hier an dieser Ecke. Das heißt hier auch wieder 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, dann können wir die einmal miteinander verbinden. Das heißt, wir ziehen hier einfach mal eine komplette Linie entlang bis hierhin. Und dann können wir dieses ganze, ich weiß nicht, ob das quadratisch ist oder das Rechteck, einmal komplett mit Quarz auffüllen. Das heißt, hier kommt überall einmal Quarz rein. Und das ist dann das Dach für die oberste Etage oder für diesen obersten Raum, der dann so ein bisschen kleiner ist. So, dann haben wir das gleich auch schon mal geschafft. So, genau, wie gesagt, überall einfach komplett Quarz rein. So, genau, bis hierhin. Und dann würde ich schon fast sagen, ich muss mal gerade gucken, wie wir das hier nochmal machen. Da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. So, das ist die falsche Seite. Ich muss mal gerade das richtige Bild raussuchen. Genau, bis hierhin. Und zwar, ich würde sagen, am einfachsten ist es genau, wenn wir auf der Rückseite sind und dann hier einmal diese Ecke uns angucken, genau diesen Block, hier auf der Innenseite ziehen wir das jetzt einmal komplett rüber bis nach vorne. Das heißt, hier ziehen wir eine Linie, bis sich das hier mit berührt. Und außerdem nehmen wir uns dann diesen Block, also von vorne aus gesehen ist das auf der linken Seite, vielleicht kommt man ein bisschen durcheinander, aber das ist genau die linke Seite. Und diesen Block ziehen wir jetzt einmal hier Richtung Hausinnen, bis sich das hier mit berührt. Und dann können wir schon mal diesen ganzen Bereich einmal mit Quarz auffüllen. Und dann wird das gleich, glaube ich, ein bisschen einfacher, das Ganze. So, genau, das füllen wir einmal mit Quarz auf. Und außerdem füllen wir diesen ganzen Bereich hier auch einmal komplett mit Quarz auf. Das heißt, wir fangen hier an, überall Quarzblöcke hinzuziehen, bis alles komplett zu ist mit Quarz. So, das heißt hier entlang. So. Jetzt haben wir, glaube ich, noch gar nicht mit Holz gearbeitet, aber das kommt natürlich alles noch. Das sind jetzt erstmal so ein bisschen die Grundsäulen, sage ich mal, von dem ganzen Haus oder die auch die ganze Struktur so ein bisschen darstellen. So, dauert jetzt ein bisschen, aber während ich das hier mache, könnt ihr das ja bei euch auch machen. So, gleich haben wir es aber geschafft. Okay, genau. So, hier nochmal diese paar Blöcke. Perfekt. So, genau, dann haben wir die Grundstruktur so weit fast fertig. Genau, hier oben können wir nochmal, also wir sind jetzt hier auf der Vorderseite. Hier haben wir diese Linie aus Quarz. Ganz links können wir diesen Block einmal hier auch runterziehen bis hierhin. Und den ganzen Bereich können wir jetzt auch einmal mit Quarz auffüllen. Also sozusagen von hier das einmal rüberziehen bis hierhin. Dann noch eine Schicht und noch eine Schicht. So, und dann hat man hier die Struktur auch schon mal fertig. Genau, das ist sehr gut, das passt. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt wirklich mit Holz weiter. Und zwar Das ist jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, wobei das geht. Wir fangen an, und zwar nehmen wir uns Fichtenholz und wir gehen einmal hier vorne rein. Also hier haben wir ja diese Schicht aus Quarz und hier hinter ziehen wir jetzt einmal hier Holz rein und ziehen das nach links raus. Hier brauchen wir insgesamt 6 Blöcke, das heißt 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Und auf den linken beiden davon, hier ziehen wir auch nochmal Holz drauf. Und zwar 3 Blöcke hoch, also bis hierhin. Dann setzen wir hier hinter nochmal 4 Holz, also 4 Fichtenholz. Genau, bis hierhin. Dann hier links auch nochmal ein Block hin und da kommt auch nochmal 3 Holz aufeinander. Dann setzen wir hier einen Block hin und hier einen Block hin und dort auch jeweils nochmal 3 weitere Holzblöcke drauf. So, ich hoffe, dass das jetzt alles passt. Und dann können wir uns schon mal Birkenholz nehmen und das einmal hier reinsetzen. Und hier haben wir gleich den Eingang. So, und dann können wir uns Türen nehmen. Und zwar, was habe ich für Türen genommen? Ich glaube, ja, Fichtenholztüren auch, weil wir ja alles aus Fichte machen. So, und die setzen wir dann hier hin, also eine Doppeltür ist das. Und dann setzen wir da auch nochmal Holz drüber. Und dann haben wir hier diesen Eingangsbereich schon mal fertig. Genau, das ist sehr gut. Und was wir dann als nächstes einmal machen können, wobei, nee, erstmal machen wir, nee, genau, erstmal müssen wir auf der Rückseite das Ganze abgrenzen, dann, sonst ist das ein bisschen kompliziert. Genau, und zwar brauchen wir jetzt nochmal Quarz und setzen hier unten, von hier angefangen, einmal nach rechts rüber, ziehen wir eine komplette Quarzlinie, also bis hier komplett darüber. Dann setzen wir hier auf der Innenseite nochmal eine Quarzschicht sozusagen, also hier hinter, die wir auch einmal komplett nach rechts rüber ziehen. So, bis hierhin. Soweit erstmal und dann, jetzt muss ich genau gucken, dass man hier keinen Fehler macht. Das wird hier teilweise ein bisschen kompliziert, weil hier der Pool noch reinkommt und so weiter. Ich glaube, am besten ist es, wenn wir uns erstmal Holz nehmen, also wieder Fichtenholz, und hier an diesen Quarzbereich hier hingehen und einmal von dieser Ecke diagonal schräg nach innen, genau hier, 3-mal Holz dran setzen, also 3-mal Fichtenholz. Darunter packen wir dann Birkenholz. Ziehen das einmal nach links raus, jetzt muss ich genau rechnen, 6 weitere Blöcke, also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Auf diesen letzten kommen jetzt wieder Fichtenholz, 3 Blöcke aufeinander. Ich hoffe, dass das nicht zu kompliziert ist, wirklich. Genau, so. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir uns schon mal Glasscheiben nehmen und dann einmal hier einen Bogen ziehen, also links 3 Blöcke dran, rechts 3 Blöcke, dann oben das einmal verbinden. Und dann kommen hier links nochmal 2 Glasscheiben und rechts nochmal 2 Glasscheiben hin. Und hier lassen wir das offen, weil das eine Eingangstür wird. Genau, so. Und wenn wir das haben, dann brauchen wir wieder Birkenholz. Und zwar... so, und zwar jetzt muss ich auch gucken, dass ich hier wirklich auch keinen Fehler mache. Das kriegen wir aber hin. Hoffe ich, genau. Und zwar setzen wir jetzt einmal hier ein Holz hin. Beziehungsweise nicht ein, sondern 1, 2, 3, 4, 5 Holz. Genau, 5 Holz bis hier vorne. Und da drauf setzen wir jetzt einmal Fichtenholz. Noch einmal Fichtenholz und noch einmal Fichtenholz. Genau, so. Und jetzt passt das Ganze. Jetzt haben wir das nämlich gut abgegrenzt. Jetzt nehmen wir uns einmal Quarz und füllen hier diesen ganzen Bereich mit Quarz auf, wobei eigentlich müssen wir nicht den ganzen Bereich auffüllen, weil ja der Pool hier noch reinkommt. Genau, ich lasse das jetzt erstmal so, wie es jetzt ist. Aber was wir jetzt auf jeden Fall machen können, ist, dass wir hier innen überall, sag ich mal, auf die Erde oder auf das Gras überall Birkenholz setzen. Das heißt, wir fangen hier einmal an, so, ziehen hier komplett einmal Birkenholz rein. So, hier dann auch rüber bis hier an diese Ecke, also komplett alles, die ganze Etage sozusagen, überall im Boden kommt jetzt Birkenholz und dann machen wir gleich die Wände fertig. So, hier entlang, hier entlang und dann hier den ganzen Bereich nochmal. So, dann haben wir das. Dann würde ich hier, glaube ich, auch nochmal 3 Fichtenholzblöcke reinsetzen, einfach damit die Ecke ein bisschen sauberer ist. Und hier Ne, wobei die braucht man hier. Würde ich hier vielleicht nochmal 3 Fichtenholzblöcke reinsetzen, damit man diese Ecke auch ein bisschen sauberer hat. Genau, dann haben wir das. Und dann können wir jetzt mit dem ganzen Glas und sowas fortsetzen, würde ich sagen. Und zwar fangen wir an auf der Vorderseite. Genau, hier. Und zwar müssen wir das jetzt hier einmal machen, dass wir erstmal wieder Fichtenholz nehmen. Und hier, genau an dieser Stelle, warte, es wird gerade dunkel, so genau hier an dieser Stelle 3 Fichtenholzblöcke aufeinander setzen. Dann noch eine Schicht, also wieder nochmal 3 Fichtenholz aufeinander. Und dann müssen wir das jetzt einmal nach hinten wegziehen. Hier brauchen wir insgesamt 9 Blöcke. Also einen haben wir, dann brauchen wir einen zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten, achten, neunten. Also sozusagen überall da, wo Holz ist, kommt dann nochmal Fichtenholz drauf. Rechts nochmal 2 Blöcke hoch. Oben nochmal eine Schicht rein. Ups. So, wobei eigentlich können wir das einmal komplett hier zumachen. Und reißen dann hier nochmal 4 Blöcke raus. Wobei ich glaube, diese 4 Blöcke raus. Und setzen dort Fichtenholztüren rein. Dann haben wir hier nochmal den Eingang. Genau, das passt. Hier auf der Rückseite. Hier kommt komplett Glas einmal rein. Das heißt, wir nehmen Glasscheiben und setzen hier Glasscheiben rein und ziehen die 3 Blöcke hoch. So, das sieht sehr gut aus. Dann haben wir den Bereich. Dann, ich überlege gerade, ob wir jetzt den Pool machen. Kann man eigentlich machen, ne? Und zwar, genau, hier haben wir das Quarz, was bis hierhin geht. Dann machen wir einmal links daneben, also hier setzen wir nochmal einen Quarzblock hin. Dann brauchen wir einmal Glasblöcke. Und setzen hier 1, 2, 3, 4 Blöcke hin. Dann nehmen wir wieder 2 Quarz, die wir hier links daneben setzen. Und ziehen das dann einmal hier nach hinten rüber, bis dahin. Setzen dann hier nochmal 3 Quarzblöcke rein, hier auch 3. Hier setzen wir Quarzblöcke rein und hier auch und reißen dann hier die in der Mitte einmal raus. Und das ist dann der Bereich für den Pool. Das heißt, hier können wir einmal hingehen und das Gras auch rausreißen. Genauso auch hier das Glas unter diesem Gras. Ich glaube, ich habe mich gerade komplett versprochen, aber ist auch egal. So, genau, also das kommt hier einmal raus. So, und stattdessen setzen wir dann Quarz hier rein. Und dann können wir gleich das Wasser da drauf packen und haben dann unseren Pool. So, und wenn man möchte, könnte man den natürlich auch beleuchten oder man könnte auch einen blauen Untergrundblock nehmen. Aber ich habe das jetzt einfach aus Quarz gemacht, das geht auf jeden Fall fit. So, dann haben wir den Bereich soweit dann erstmal fertig. Hier passt das auch alles. So, dann kommen wir hierzu, würde ich sagen. Und zwar müssen wir da jetzt einmal erstmal Glasscheiben nehmen und angefangen hier von diesem Holz setzen wir hier 5 Glasscheiben hin. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5. Hier an dieser Ecke kommen Fichtenholz, 3 Blöcke aufeinander. Und dann können wir das hier mit den Glasscheiben schon mal komplett abschließen. Das heißt, hier haben wir ein Fenster. Und dann hier auf der Seite kommt auch ein komplettes Fenster rein. Ne, nicht ganz. Links eine Schicht Holz, rechts eine Schicht Holz hin. Und dann hier der Rest, das heißt die letzten 4 Blöcke, da kommen noch Glasscheiben rein. So, und dann haben wir den Bereich auch fertig. Und dann fehlt, glaube ich, fast nur noch hier oben der Bereich. Und da machen wir das jetzt einmal so, dass wir uns Holz nehmen, hier hingehen und dann jetzt nicht an der ersten Schicht, sondern an der zweiten Schicht hier 3 mal Holz hinsetzen, nochmal Holz und nochmal eine Schicht Holz, das heißt 3 mal 3 Blöcke. Dann nehmen wir uns Glasscheiben und setzen hier 6 Stück nebeneinander. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann gehen wir einmal auf die Rückseite, also hier hin, nehmen wieder Holz und setzen jetzt auch nicht wieder ganz außen, sondern ein nach innen versetzt. Hier 3 mal Holz hin, noch 3 mal Holz und noch 3 mal Holz, also auch wieder 3 mal 3 Blöcke. Dann nehmen wir wieder Glasscheiben und setzen hier 6 Stück nebeneinander. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann verbinden wir das hier einmal mit den Glasscheiben, also ziehen hier komplett welche hin und ziehen die dann auch einmal komplett 3 Blöcke hoch. Also sozusagen überall nochmal eine überall nochmal 2 weitere Glasscheiben drauf. So, ist immer so ein bisschen kompliziert mit den Glasscheiben. Aber genau, dann hier nochmal und dann hier oben nochmal die Schicht. Genau, perfekt. So, dann haben wir das hier oben auch fertig. Und damit steht das Haus eigentlich schon fast. Dann brauchen wir jetzt nur noch die ganzen dekorativen Sachen und so weiter. Und zwar das Erste, was wir machen, ist, dass wir hier diese zwei Quarzblöcke rausreißen und dann Fichtenholzstufen nehmen und die dort reinsetzen. Also hier einfach zwei Stufen dran, dann kann man hier schon mal hochgehen. Dann fehlt uns noch die Treppe. Dafür nehmen wir auch Fichtenholztreppen und fangen dann an. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, hier direkt habe ich angefangen, eine Treppe hinzusetzen, noch eine Treppe hier hin. Wobei, nee, ich glaube, alles ein weiter nach hinten. Hier angefangen, so. Dann kann man hier nochmal umgedrehte Treppen dran setzen. Und dann geht das hier hoch und dann reißt man hier einfach die ganzen Blöcke raus und setzt hier noch eine Treppe hin. Genau, dann haben wir hier den Aufstieg, das passt perfekt und dann kommt man hier nach oben hin. Hier würde ich, glaube ich, sogar ein Schlafzimmer reinziehen. Ich finde, das passt so von der Form irgendwie ganz gut. Genau, so, hier kann man zum Pool, das passt. Dann kommen wir nur noch zu diesem ganzen Bereich und den muss ich jetzt so ein bisschen Freestyle machen, weil ich ehrlich gesagt nicht mehr genau weiß, wie ich das gemacht habe, aber das kriegen wir hin. Genau, als erstes einmal müssen wir diese drei Blöcke rausreißen, stattdessen Birkenholzstufen dorthin setzen, weil das ja dieser Weg wird. Dann gehen wir einmal hier ganz nach rechts hin und reißen hier ein paar Grasblöcke raus und zwar 10 Stück, glaube ich, das heißt 1... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hier kommt überall Quarz rein. So, und dann kommen dort weiße Glasscheiben einmal drauf. So, dann außerdem reißen wir hier diese drei Blöcke, also die drei Blöcke vor dem Weg raus. Und zwar auch bis ganz nach vorne, also bis hier hin. Und setzen dort auch Birkenholz rein, damit der Weg hier halt ganz normal weitergeht bis zum Ende. So, bis hierhin, genau. Dann fangen wir an, hier auch den Weg weiterzuziehen. Also hier fängt ja ein kleiner Weg an und den ziehen wir jetzt einmal bis, genau, bis hierhin ist das. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke weit und ziehen den dann einmal hier rüber zu dem anderen Weg. Und dann kommen hier diese Blöcke auch einmal raus. Und dort kommt Quarz rein. Und dort kommen auch wieder weiße Glasscheiben drauf. So, und dann haben wir den Bereich, da muss ich jetzt genau gucken. Ja, genau, da habe ich einfach Quarzstufen genommen und einfach die hier am Wegesrand entlang gezogen. So, und dann hat man hier so einen kleinen... so ein kleines Beet, wo man dann halt so ein bisschen Grünzeug reinmachen kann. Am einfachsten ist das, wenn man einfach Knochenmehl nimmt. So, und das dann einfach hier rein platziert und dann vielleicht so ein paar verlängert. So, dann hat man da so ein kleines Beet drin. Und hier an der Seite, da muss ich jetzt auch mal gucken, da bin ich mir nicht ganz sicher. Das sind 3, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke, okay. Das heißt, wir nehmen Quarzstufen, setzen hier 1, 2, 3 Stück hin, dann 5 weitere nach links, also noch 1, 2, 3, 4, 5 und dann wieder hier vorne dran. Und dort kommt dann auch einfach so ein bisschen Grünzeug rein. So. Und dann können wir hier schon mal 3 Quarzblöcke reinsetzen. Dort nochmal Glasscheiben drauf. Und dann ziehen wir von hier Quarz einmal rüber. Und von hier Quarz rüber. Ziemlich genau so. Und dort kommt gleich überall Wasser rein. Das heißt, jetzt reißen wir hier einmal das ganze Gras raus. Also das ist jetzt gerade so ein bisschen Freestyle, weil ich mir da nichts aufgeschrieben habe. Deshalb muss ich immer wieder gucken, wie das da vorne ist. Aber das passt ja. Genau, also hier unten kommt Quarz rein. Hier kommt Quarz rein. Und hier müsste man eigentlich auch über Quarz reinmachen. Werde ich jetzt aber nicht machen. Einfach ein bisschen Zeit zu sparen. So, ich hau hier einfach mal Wasser rein, weil so sehr fällt das jetzt auch nicht auf. Genau, und dann hat man hier nochmal so ein kleines Wasserbeet. Und damit hat man den Eingangsbereich auch fertig. Genau, ich weiß gar nicht, wie relevant das für euch ist. Es wäre vielleicht mal cool, schreibt mir mal in den Kommentaren, ob ihr sowas auch sehen wollt, also so einen Eingangsbereich oder ob euch das nicht interessiert, ob ihr nur das Haus nachbauen wollt. Genau, das wäre einfach mal ganz cool zu wissen. Also schreibt mir das mal in die Kommentare rein. Ansonsten war es das mit diesem Haus. Und ich würde sagen, Leute, nochmal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst auf jeden Fall ein Like da. Lasst ein Abo da, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ansonsten könnt ihr das Haus auch kostenlos runterladen auf meiner Website. Genau, ansonsten würde ich sagen, nochmal Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann, haut rein, meine Freunde. Ciao, ciao.